Auch heute ist Wolfgang Mitschke wieder an meiner Seite und wir wollen uns über etwas unterhalten. Das kann man nicht so einfach dahin sagen, denn werden Sie vielleicht Angst bekommen und sagen, was machen die denn jetzt neuerdings hier? Deswegen habe ich ein Gedicht durch Zufall gefunden und das ist von einem Dichter, den Sie alle nicht kennen. Na gut, wir beide. Kennst du Gerhard Friedrich Kegebein? Ja. Ja, tatsächlich. Treffer. Der hat in Mecklenburg gelebt und hat dort auch volkstümlich gedichtet. Richtig. Und damit wissen Sie ja auch, woher der gebürtige Schlesier eigentlich kommt. Nämlich aus Mecklenburg, die großen Dichter wachsen. Ja. Unter anderem Kegebein, aber der war eigentlich Rechtsanwalt. Und da muss man auch dazu sagen, eigentlich hat man sich immer lustig drüber gemacht. Und mit seinem richtigen Namen Kegebein tritt er auch bei Fritz Reuter auf. Ja. Da ist er also auch so ein Dichtersmann. Und ich lese Ihnen jetzt mal ein Gedicht von ihm vor. Und dann wissen Sie auch, wo das handelt. Am Grabe der Fatime im Frühjahr. Das ist aber nicht gemeint als spaßiges Gedicht, sondern ist ernst. Hier in dieser melancholischen Stille, hier in dieser trauervollen Hülle, stürm ich durch den Zauber deiner Kehle heute nicht, du liebe Philomele. Weißt du, wer Philomele ist? Irgendwie eine klassische Figur, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich kann dir sagen, welche klassische Figur das ist. Das ist die Nachtigall. Ach. Das ist doch auch eine klassische, die hieß ja immer so. Ah ja, Philomele. Das ist mir neu. Denn die besser sang mit ihrem Munde, liegt hier in diesem stillen Grunde, hier in diesem bunt geblümten Tälern. Hier stehen, siehe, die Grabmäler. Also Sie merken schon, es ist ein bisschen eigentümlich gedichtet, aber es reimt sich immer noch, dann muss man sagen. Und ich verzichte auf weitere 5, 6, 7 Strophen, denn die Fatime heißt die, die hat sogar noch sie an jenen dichtbelaubten Baume mitten in der stillen, ja, steht so da, Trauerraume kannst du in des frommen Baumes rinnen. Frommer Baum ist auch ziemlich kompliziert. Selbstgeschnitten ihren Namen finden. Also auf jeden Fall befinden wir uns auf dem Friedhof. Ja, wo die Toten auch noch ihren Namen in die Bäume schneiden. Das ist ja dicht daneben in des Felsens Fuge steht die heilige Asch im Kruge. Willst du selber diese Stelle sehen? Oh, so komme, ich will auch hingehen. Also es ist erstaunlich, wie man noch nach 220 Jahren, so alt ist das Gedicht, noch Stimmung erzeugen kann. Wir wollen mit Ihnen nicht auf nur einen ganz bestimmten Friedhof gehen, sondern wir haben vor, durch Zufall, auf einen Friedhof der Poesie gehen, wo aber keine Dichter jetzt begraben sind, sodass da alle hingehen und sagen, oh, hier liegt Goethe. Ja, oder wer weiß, wer da noch alles liegt. Sondern bei uns liegen merkwürdige Leute, die manchmal ihren Namen gar nicht zum Besten geben. Und manchmal ist es gar kein Friedhof, sondern manchmal findet man auch in einer Kirche. Da gibt es natürlich viele Kirchen, in denen große Epitaphe stehen mit allen möglichen Landesfürsten und was weiß ich. Aber du kennst eine Kirche, wo auch was anderes steht. Ja, und zwar ist das die Kirche in Bad Doberan, das Münster in Doberan, ja, aus dem 13. Jahrhundert, ein wunderschöner alter gotischer Bau. Und von dahin bin ich mit Gästen und mit Freunden in meiner Rostocker Zeit ab und zu gefahren, um ihnen das zu zeigen. Ja, wobei man, ich bin auch schon da gewesen, wobei man ruhig sagen darf, diese große, beinahe gewaltige Kirche, die hält in sich viele Grabdenkmäler, ja, und teilweise sehr große, sodass man
eigentlich sagt, wir machen hier ja auch Kirche drin oder ist das nur zur Beerdigung? Nein, es ist sehenswert und die ganzen mecklenburgischen Landesherren, wenigstens die von Mecklenburg-Schwerin, die sind dort irgendwie untergebracht, um das nun nicht so feierlich auszudrücken. Ja, aber es sind nicht nur die. Also ich habe hier beispielsweise einen Herzog, den will ich voranstellen, nicht wahr? Und das war ein Herzog, Magnus II. Von Mecklenburg, der starb 1503. Ja, und der war einer derjenigen, der in seinem Leben geprasst und gesoffen und sein ganzes Vermögen ausgegeben hat. Und am Schluss war er ein armer Mann. Und das wird hier auch erwähnt, denn er hatte nicht mal Wein zu trinken mehr, er hat dann Gemisch, eine Kaltschale, steht hier, getrunken. Und das war ein Getränk, was auch die armen Leute tranken will. Ja. Aber er musste als Fürst nun das hier machen. In dieser Welt hab ich meine Lust allein mit kalter Schal gebüßt. Hilf mir, Herr, in der Freudensaal und gib mir die ewige kalte Schal. Ja, das ist ein frommer Wunsch. Nicht, das hat er, also hat ihn hier, hat man ihm gedacht. Naja, die haben von ihm auch manches andere gedacht, aber das passte. Aber es sind natürlich auch die einfache Leute. Hier rauet Peter Klar, he kagte selten gar. Also er kochte selten gar, er kagte selten gar, da tau ganz unflätig, Gott sei seiner Seele gnädig. Ja, das war also ein schmutziger. Eben, kein guter Koch. Ja. Nicht? Und dann habe ich hier also noch... Also Sie sehen schon, da ist immer eine ganze Menge von Menschenkenntnis in diesen 4, 5 Zeilen, 6 Zeilen sind es manchmal auch, die Leute gerne gelesen haben. Und früher haben die Reisenden sich das aufgeschrieben, denn sonst wäre es gar nicht da. Und man vermutet auch, ab und an kamen Studenten aus Rostock oder... Wie heißt die andere? Bützow oder irgendwas? Ja. Die kamen und haben noch welche dazu geschrieben, die dann zur Freude der Leute weiter verbreitet wurde. Stehen in vielen Büchern. Man hat aber auch schlimme Entfernen vorher, ja? Das ist auch gewesen. Ich habe hier noch einen schlimmen. Aber vorher habe ich hier noch mal einen Baron. Hier ruht Herr von Sallern. Mein Gott, wat deet he ballern? Wenn he de Buren kloppte, au Hef's em hier inproppt. Ja. Oder hier ruht der Bürgermeister Kerkeling. Da ganz geschwind ob seine Beine ging. Herr, nimm em in deinen Himmelsreg und mag em seine Beine glieg. Ja. Aber das Schlimmste ist, und den haben sie tatsächlich gelassen, und darüber freue ich mich immer wieder, hier ruht Gottlieb Merkel. In sien Jugend, was hein Ferkel, ob Oller wird hein Zwien, mien Gott, wat mag he jetzt wohl sehen. Das ist also so schön hier. Wobei man sagen muss, viele dieser Verse sind sogar noch weitergetragen worden. Also dein Hans Kerkeling, die Inschrift findest du so ähnlich, auch in der Marienkirche in Lübeck. Ah ja. Da steht, hierunter liegt Hans Kerkering, der so schäb auf die Föte ging. Also der so schief lief. Ja. O Herr, mag eben die Schinken lieg. Hatte offensichtlich ein paar kurze, lange Beine. Oder eins. Also, o Herr, mag eben die Schinken lieg und help ihm in den Himmelrieg. Du nimmst ja die Lämmer an, so lad den Bock doch auch mit Garn. Das war also Humor, wenn man es so will, ja, auf dem Friedhof. Und das ist heutzutage kaum noch üblich, aber es gibt Leute, die das sammeln. Ja, und hier habe ich beispielsweise, meine Freundin Helga hat mir von einer Reise nach Tirol ein Werbeprospekt vom lustigen Friedhof in Kramsach mitgebracht. Dort hat ein Schmied, der heißt Hans Guggenberger, auf einem kleinen Areal sich einen Friedhof angelegt. Aber da liegen keine Toten, sondern da hat er einfach nur Grabsteine hingestellt,
die einen humorigen Inhalt haben, aus dem 19. Jahrhundert sind die meisten. Mhm. Nicht? Hier ruht der Holzmüller, zwei Spitzbuben nebenbei. Gott sei ihnen gnädig, gestohlen haben es alle drei. Nicht? Oder hier ruht Franz Josef Matt, der sich zu Tod gesoffen hat. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und ein Gläsel Schnaps dazu. Hier liegt begraben unser Organist. Warum? Weil er gestorben ist. Er lobte Gott zu allen Stunden. Der Stein ist oben und er liegt unten. Ich habe hier mal so ein Prospekt von dieser Grabstein, von dem Friedhof. Da sind also diese Steine wunderbar zu sehen. Oder Schilder, die der da abmontiert hat. Dabei die Steine wurden ja früher wieder gebraucht. Man machte daraus feste Tischplatten oder die Steine für irgendwelche Trittstufen im Bauernhaus wurden daher gemacht. Also hier in der Altmark kenne ich viele Häuser, wo davor ganz massive Stufen liegen. Wenn man sich genau anguckt, merkt man, da ist noch Schrift drauf gewesen. Das hat die Leute aber nicht gestört. Die haben sowieso sich nicht jedes Mal die Füße abgetreten. Also das wurde schon nach und nach ganz amüsant. Und manchmal wissen die Leute noch, was drauf stand. Aber das ist langsam, kann man sagen, geht es verloren. Es ist nicht hier mehr. Ist noch ganz hübscher. Hier in dieser Gruben liegen zwei Müllerbuben. Geboren am Chiemsee, gestorben am Bauchweh. Das sind natürlich besonders merkwürdige Strophen. Ja. Ich habe noch eine aus dem Doberaner Münster. Hier ruht Alke Pott. Ah ja. Das ist eine Frau. Bewahr mi, lewe Herre Gott, als ich die Wulle bewahren. Wenn du wärst Alke Pott und ich die liebe Gott. Also damit wissen wir, was das schöne Frau das gewesen ist, wenn auch ein bisschen schwierig. Und man hat früher noch aufgeschrieben, das ist auch aus Bad Doberan, es läge da angeblich auch ein Grabstein oder eine Holztafel. Hier liegt der alte Abendtau. Er starb an einer jungen Frau. Ja. Also, aber sie haben auch einen auf eine alte, böse Frau. Die gibt zwar, gab es nur früher, heute ist es nicht. Hier liegt Use Ohlen. Wie habt sie die Gott befohlen? Du hast sie in diener Rast, halt du je fast. Die darf also nicht wiederkommen. Das wünscht die Familie nicht. Natürlich sind auch vornehme Leute mit einer vornehmen Grabschrift bedacht worden. Und die sind natürlich dann von den Leuten auch aufgeschrieben worden, weil sie manchmal für die Nachgeborenen plötzlich ulkig sind, weil die Sprechweise ist ganz anders. Ja? Also hier hat einer meiner Lieblingsschriftsteller, Karl Julius Weber, der ein extra Kapitel in seinen Werken diesem Problem gewidmet hat, dass er abgeschrieben hat, 1805 zu Baden bei Wien. All hier erwartet den Richter aller Sterblichen, der gewesene Stadtrichter zu Baden, Michael Schlachtner, den am 12. Mai 1704 der Tod geschlachtet, damit er tauglich wäre zum heiligen Abendmahl und weil der Himmel nichts Unreines hat seine Seele durch Tugendwerke in Baden gewaschen, dessen der gestiftete Kalvariberg stummer, doch lauter Zeuge ist. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert für jemanden, der da jetzt reinschlurft und liest das und sagt, was ist ein Kalvariberg? Nein, er hat ein Stück schnitzen lassen zur Aussteuer oder zur Ausstattung der Kirche. Und das ist da drin. Eine berühmte ist aus Salzwedel in der Altmark. Die ist abgedruckt worden, kann man sagen, beinahe überall. Eile nicht, Wandersmann,
als auf der Post. Auch die geschwindeste Post erfordert Verzug im Posthause. Hier ruhen die Gebeine des Herrn Postmeisters zu Salzwedel. Er kam 1655 als Fremdling hier an, ward durch die heilige Taufe eingeschrieben in die Postkarte des himmlischen Kanaans, reiste durch Schulen und Akademien mit löblichen Verzuge, verwaltete sein Postamt als Christenamt und richtete sich bei Unglücksposten nach dem göttlichen Trostbrief. Bei der Todespost machte er sich fertig und reiste 1711 hinauf in das Paradies. Denke, Leser, bei deiner Wallfahrt stets an die prophetische Todespost. Und dann wird noch geschrieben, Jesaja so und so, Kapitel so. Und wer das so will, kann das machen. Ja, aus Potsdam hat er auch ein Trauerdenkmal überliefert, 1762. Ein Knabe überreicht hier einem Weibe einen Brief und auf dem Brief steht dann an Madame Dickers in Grüdental bei Potsdam. Und dieses Blatt ist ein Wechsel und heißt Golgatha am allgemeinen Erlösungstage. Auf diesen meinen Wechsel, dessen Valuta ich an Frömmigkeit und ehrlicher Treue erhalten, zahlet sogleich nach deinem Absterben die ewige Seligkeit, dein Heiland, Jesus Christ. Ja, also ehrlich gesagt, da muss man auch schon ziemlichen Humor haben, wenn man so etwas nur unbedingt noch auf eine Tante, die da mit ihrem Grünkohl oder womit handelt, ja, der noch so etwas schreibt und sich als Jesus Christ ausgibt darauf. Und sie kriegt einen Wechsel, sie darf dahin. So, an einem anderen Ort haben sie einen Lastwagen draufgesetzt und da steht der Text, aus dem Kirchenlied ist der. So fahr ich hin zu Jesu Christ, den Arm tue ich ausstrecken. Und da hat er eine Peitsche drin und hält nach rechts, sodass jeder sieht, worum er will. Also es ist schon merkwürdig, gehen Sie mal heutzutage über den Friedhof, ob Sie so etwas finden. Früher sind die Leute dahin gegangen. Das ist also sehr erstaunlich. Er hat einen Ort, auf dem Grabstein steht, hier ruht Frau Katharina Krause, vor sich und ihre Erben. Da kannst du auch nicht viel mit anfangen. Aber er hat hier zugegeben, für mich und meine Erben ist in sehr vielen Fällen auf den Grabstein gesetzt worden. Sozusagen als etwas Ewiges. Als Dankeschön das, vielleicht auch. Das ja auch, aber dass sie sich untereinander nicht gleich wieder treffen beim Notar oder beim Rechtsanwalt, haben sie das eben so gemacht. Also da steht ja auf dem Grabstein für mich, ich bin da unten, und meine Erben. Mhm. Ja, wer das nur ist, weiß ich nicht. Aber der gute Schriftsteller Karl Julius Weber hat auch geschrieben, auf dem Grabstein meines Urgroßvaters, der Pfarrer zu Belsenberg, das ist in Süddeutschland, so dann 11 Jahre Hofprediger und Superintendent zu Langenburg und dann 28 Jahre wieder Dorffahrer zu Döttingen war, wo selbst er 1720 starb, steht am Schluss sein fataler Lebenslauf. Da haben die alle irgendwie geschlafen und wissen nicht, was das fatal bedeuten kann. Der Steinmetz hat es einfach draufgehauen, weil er gesagt hat, auf meinem Zettel steht auch fatal. Also sein fataler Lebenslauf steht in dem selbst erwählten Leichentext Psalm 116. Ich glaube, darum rede ich, werde aber sehr geplagt. So, und da hat Weber dahinter geschrieben, mein lieber Urgroßvater mag vergessen haben, dass die Propheten nur im Alten Testament reden durften, was sie glaubten, aber schon im Neuen Testament übel genug wegkamen. Nie noch nützte Eifer mit Unverstand. Und darum lacht sein Urenkel lieber, ist aber doch nicht gewiss, ob er nicht etwas vom Urgroßvater geerbt hat. Oh ja. Das finde ich ganz einmalig. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man das aufschreibt. Witzige Grabschriften.
Und da ist plötzlich einer aus der Familie drin, dass er noch dazu schreibt, es kann auch sein, dass das Ganze auf mich auch zutrifft. Oh ja. Dass er vielleicht als Schriftsteller auch sehr geplagt wurde, weil er nicht alles das schrieb, was er schreiben sollte. Mhm. Oder? Naja, nun bist du da. Ja, mal ich habe hier voran. Udo Dickenberger hat ein Buch geschrieben, Scherzgedichte in den Musenalmanachen um 1800. Das ist eine Sammlung von 220 Spottgrabinschriften. Ja, muss man vielleicht mal erwähnen, dass bis dahin auch wirkliche Schriftsteller so etwas als Musensöhne oder Musenkinder in die Welt gaben und drucken ließen. Aber sogar Schiller hat in seinen Musenalmanach natürlich sowas aufgenommen. Aber so um 1780, 1810 war das üblich, es waren Musenalmanache, so kleine Heftchen. Die sind meist so klein, ich habe gar keinen mitgebracht, obwohl ich auch nur zwei habe ich. Das berühmte sind ja der Göttinger Musenalmanache. Ja, aber die habe ich nicht, die kosten heutzutage vierstellige Beträge, da ist nichts zu machen. Aber ich möchte nur sagen, da wurden diese Musenalmanache große Mode. Und da konnte jeder einreichen, der irgendetwas gedichtet hatte und die sortierten das. Und da waren Grabschriften eine große Mode, weil man nur vier Zeilen oder mal acht brauchte und einen witzigen Einfall, wenn es ging. Und wenn der den nicht hatte, hat er von anderen abgeschrieben. So, und da ist eine Sammlung und jetzt hören wir was, was nicht auf Grabsteinen stand, aber was eben gedruckt wurde und vielleicht auch manchen Vorbild gab. Ja, also hier geht das los. Übrigens muss man dazu sagen, hier diese Inschriften, die hier auch vorkommen, die sind alphabetisch geordnet und zwar nach Berufen. Aha. Also hier sind die Ärzte, die Barbiere, die Köche, die Pfarrer, die Schulmeister und alle kommen hier drin vor. Das ist also ganz hübsch und ich greife mal ein paar da raus. Der gute Mann, er ist verschieden, was ihm sehr schwer ihm fiel, in Frieden. Ja. Da müsstest du aber dann dazu sagen, unter welcher Rubrik der läuft. Das ist allgemein hier. Ach so, das aha. ist auf einem Leichenstein als Anekdote da zu finden ja, gewesen. Ja, gut. Und hier habe ich auch noch, ich komme erst noch auf die Allgemeinen. Gott tut noch Wunder dann und wann. Hier ruht ein Advokat, ein sehr rechtschaffender Mann. Also wir sind schon beim A, Advokat, nicht? Also bei Ärzten, mit seiner Seligkeit steht es wahrhaftig schlimm. Man sah die ganze Zeit kein gutes Werk von ihm. Oder das Grab ist eine Brück ins bessere Leben. Den Brückenzoll müsst ihr dem Arzte geben. Mhm. Oh, hier der Arme. Für einen Armen steht das da. Der schlechte Stein kann, was nur selten Marmor kann. Mit Wahrheit sagen, hier liegt ein braver Mann. Hier ist mal ein Baron. Hier liegt Baron von Utinam, der nur als Täufling Bräutigam und tot in diese Kirche kam. Sonst kam er nicht hin. Oder hier ein Beamter. Hier liegt der Amtsmann Raps begraben. Er stahl. Dies war sein Lebenslauf. Und selbst im Tod hört er nicht auf, denn da bestiehlt er noch die Raben. Hier habe ich einen. Sanft ruht auf ihm der Staub und leicht sei seine Erde, dass es den Hunden leicht ihm auszuscharren wäre. Das ist natürlich böse. Gemein. Ja, oder gemein. Auf kurzer Zeit war dieser Hügel mein, auf lange Zeit bin ich nun sein. Ja.
oder Bibliothekar. Und das ist von dem Göcking, von dem berühmten Göcking hier aus Sachsen-Anhalt, Freund aus von Gleim, von aus Gröningen geboren und in der Nähe von Breslau und Schlesien gestorben. Mhm. Aber der hat sehr viel Literatur gemacht, auch Goethe kannte ihn und hat ihn gelesen. Also dieser Göcking hat geschrieben, auf einen unwissenden Bibliothekar, sowas gab es auch, siehst du? Ich soll es noch geben. Ja, man gebe ihm Landeskassen, dafür ist er der Mann. Was man ihm anvertraut, rührt er gewiss nicht an. Ja, das mag es geben, das ist, aber das sind Ausnahmen, Bibliothekare, die kein Buch lesen. Eben. Aber wenn man diesen die Kassen gibt, dann hat man die Gewissheit, die rühren die auch nicht an. Aber es ist natürlich so, Göcking ist nebenbei einer der Herausgeber dann von dem Göttinger. Ja, von Göttinger. Der hat das, die haben das nach französischem Vorbild gemacht. Und was mich immer amüsiert, gegenseitig in den Druckereien die ausgedruckten Bogen geklaut. Oh ja. Sodass Teile von dem Göttinger schon viel eher erschienen und die konnten kein Geschäft mehr damit machen. Hm. Ziemlich gruselig. Lass mich auch mal. Ja. Ich habe auch einen. Für einen Schulmeister habe ich auch. Hier liegt Schullehrer. Und der Name? Im grünen Gras, der so gerne Blutwurst und Sauerkraut aß. Er lehrte die Knaben das ABC. Gott sei ihm gnädig, er kommt nie mehr. Oh. Ist nicht so besonders. Ich habe hier einfach auf eine schöne Frau. Ja. Ihr schöner Leib wird einst verwesen, unsterblich wird die dumme Seele sein. Oh, möcht ihr Leib unsterblich sein, die Seele möchte gern verwesen. Gemein. Also Sie sehen, ja, er sagt jetzt schon wieder gemein, Sie sehen, das war damals so etwas, was man heute vielleicht zur Unterhaltung in Witzblättern oder Karikaturen verwenden kann. Ja. Hier ruht der Pfarrer Simeon. Das Übrige, ihr wisst es schon. Jemand, der mal dasselbe erzählt hat. Drei Männer zwang ein Weib ins Ehejoch. Zwei starben, einer lebet noch. Wodurch entfloh er denn dem Schicksal jener beiden? Er ließ sich scheiden. Hier ruht Hans-Kaspar Grobian. Leg er nicht ohne Hut im Grab. Ein Klotz, wie es einen geben kann. Er zög ihn selbst vor Gott nicht ab. Also ein ungehobelter Bursche. Ja. Aber hier sind auch Weiber, steht hier. Ja, ja, ich habe auch sowas noch. Olympia schläft unter diesem Stein, wie sie nur selten schlief, allein. Ja, hier habe ich beispielsweise einen Fresser. Bitte. Hier ruht Lupin und hörte auf zu essen. Nach 60 Jahren Essenslauf ließ er sich diese Grabstadt bauen, die lange Mahlzeit zu verdauen. Hier liegt Amasia zur Seite ihres Mannes begraben. Und wo die anderen, die bei ihr gelegen haben? Oho, da müsste ganz allein für sie ein eigener Kirchhof sein. Wenn ihr den Dicken begrabt, ihr Totengräber, so legt ihm einen Rasen vors Maul oder er schmauset sich selbst. Siehste, hier ruht mein Weib, Gott sei's gedankt. Solang sie lebte, war nur Zank. Geh, Wanderer, gehe flugs von hier, sonst steht sie auf und zankt mit dir. Ja, er häufte Gold auf Gold und dachte, wie er den Haufen größer machte, bis er's zu diesem Hügel brachte. Mein Weib deckt dieser Grabstein zu, für ihre und für meine Ruhe. Wer gleicht dem Mond so leibhaft als Herr Werner,
bald ist er voll und bald bekommt er Hörner. Ja, nur drei zählt man der Furien der Hölle Zier. Xantippe, das ist also eine streitsüchtige Frau, stieg hinab, jetzt zählt man vier. Nun sind vier Ungeheuer in der... Hier habe ich nochmal den Göcking. Ja. Eine Grabschrift auf Junker Hansen. Ich, Junker Hans, von 16 Ahnen, das Schrecken aller Hasen und Fasanen, harr auf die Auferstehung hier, doch sollt es, ach, in jenem Leben nicht Ahnen, Hasen und Fasanen geben, so lasst mich ruhen, was wollt ihr sonst mit mir? Ja, und das ist aller Ehre wert für einen Mann, der ja auch so etwas wie Staatsbeamter war. Jo. Und der so etwas ja unter seinem Namen gar nicht veröffentlicht hat. Das stand dann unter irgendwelchen Kürzeln, weil die Leute sagten, oh, Göcking, der wurde ja sogar von Friedrich dem Großen geadelt. Und zwar ja, war dadurch... Ein bedeutender Autor damals. Ja, und zwar wurde er geadelt, weil er das Finanzwesen der Grafschaft Wernigerode in Ordnung brachte. Das dauert allerdings ein paar Jahre. Dann hatte er da endlich Ordnung, denn da war alles verwahrlost und dafür wurde er geadelt. Er sollte dann in Magdeburg weitermachen. Also nicht wegen der schlechten Finanzen, sondern eben als aufgestiegener Beamter. Aber das hat mich immer gefreut, der Zettel liegt auch noch irgendwo sichtbar. Er hat es abgelehnt und er hat seinem Freund geschrieben, seine Frau hat geschrieben, ich kenne die Magdeburger Gesellschaft. Das ist die miserabelste im Land. Ne? Und darauf ist er gar nicht gekommen. Und hat auch sehr früh, muss man sagen, im besten Mannesalter so ungefähr, den Posten überhaupt hingelegt. Er hatte ein bisschen Glück dabei, weil ja dann die napoleonischen Verhältnisse alles auf den Kopf stellten. Ja. Und ist dann, seine Frau war gestorben. Ich glaube, er hat zweimal geheiratet. Jetzt weiß ich hundertprozentig nicht. Kann passieren. Müssen wir demnächst noch mal hier drüber sprechen. Ich bilde mir ein, er hat einmal geheiratet und dann anschließend noch die Schwester. Aber das ist jetzt unter uns. Auf jeden Fall hat er viel geschrieben und auch von anderen Kollegen, die gestorben waren, die Werke durchgesehen und geguckt, was ist noch zu brauchen. Ja, hier liegt, Dank sei dem Pfeil des Furchtbarsten der Schützen, das ist der Tod. Ja. Ein Vielfraß, wie die Welt noch keinen sah. O Abraham, Isaac, Jakob, Väter, lasst doch ja ihn nicht mit euch am Tische sitzen. Ja. Hier liegt der mit jeder Lage die Art zu leben wohl verbannt und nur an seinem Sterbetage die Kunst zu leben nicht verstand. Ja, das soll es geben. Hier ist ein Mineraloge. N. suchte Steine durch sein ganzes Leben und suchte nie sich satt. Hier hat man einen ihm gegeben, woran Genüge hat. Gedankenlos versammelt er noch Ungeziefer um sich her. Oh, weil du gerade beim Mineralogen bist, ich habe hier eins. Auf wem der stolze Marmor ragt? Auf einem wohlgepriesenen Mann, der nie ein dummes Wort gesagt und nie ein kluges Werk getan. Ja, hier ruht der Gastwirt morgenrot, an dessen Tisch man schlecht gegessen. Jetzt ist er selber Tabelhot, muss ich dazu sagen, jetzt ist er selbst Wirtshaustafel, ja, Hoteltafel, an der die Würmer besser essen. Das ist sehr böse. Ja, ich habe hier einen Metzger. Schaf, Ochsen, Kalb und Schwein, die haben oft geschmeckt,
wie tödlich meine Faust im Leben sei gewesen. Du, Freund, geh fort, sobald du dies gelesen, ehe sich von meiner Hand nach deiner Gurgel streckt. Hier im Wurmloch liegt Lenoir der Koch. Sanft ruhe seine Asche in kühler Erde Schacht. Hat er der Asche doch im Leben viel gemacht. Er kochte oft und flätig. Gott sei der Seele gnädig. Ich habe hier einen Opiumtrinker. Der große Geist in Opium trinkt er sich schläfrig, sinnlos, dumm und schlummert so hinab bis in Elysium. Ja, befreie doch mich, arme Gruft, o Wanderer von diesem Schuft. Das ist aber aus dem Englischen genommen. Und hier steht auch ein richtiger Grabschrift. Und zwar für Benjamin Franklin. Oh ja. Der hat seine Grabschrift selbst verfasst. Allerdings ist der Verfasser dieses Buches der Meinung, er war nicht so besonders. Da steht drauf, der Körper Benjamin Franklins, eines Druckers, liegt hier gleich dem Einband eines alten Buchs, dessen Blätter zerrissen, dessen Titel und Vergoldung verwischt sind, den Würmern zur Speise. Das Werk selbst soll aber nicht verloren gehen, sondern, so hofft er, noch einmal erscheinen in einer neuen, schönen Ausgabe, verbessert vom Verfasser. Das Letzte ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja. Wenn der da schon liegt, wird er wohl nicht eine neue Ausgabe von sich nochmal veranstalten. Aber man kann sich ja trösten, er gilt ja immer noch als der Erfinder oder Entdecker, wie man will, des Blitzableiters. Ja. Und damit hat er ja auch etwas Gutes getan, so. Selbst wenn er nur mit seinen literarischen Werken, die auch Werken, die es auch gibt, nicht so ganz berühmt geworden ist. Hier wird ein Rektor gelobt. Hier liegen Rektor Davids Gebeine. Er ging, in Klammern, halb einem Sprichwort nach, der Krug so lange, bis er brach, zum Weine. Das ist doch ein schönes Leben. Jo. Oder hier habe ich noch einen Säufer. O Wanderer, hüte dich, der hier Tränen zu vergießen. Des Wassers ärgster Feind liegt unter deinen Füßen. Herrlich. Kann man ja auch nehmen, der hat sich nie gewaschen. Nee, aber ein Säufer. Naja. Oder hier habe ich einen Schauspieler. Der manche Rolle hier verdarb, verdirbt nun nichts mehr, seit er starb. Doch ist zur Rolle, was er tut, spielt er zum letzten Male gut. Auch was wert. Tja, das ist natürlich bei dem guten Weber so, dass der da nichts ausgelassen hat. Er hat festgestellt, aber hinter ihnen allen, Gold, Marmor oder Stein, ist Fäulnis, Staub und Asche. Ein Tuch ins Grab, damit schab ab, ist das Vernünftigste und der ökonomische Josef wollte nicht einmal das, nicht einmal mehr einen Sarg, sondern nur einen Sack mitgegeben haben. Nach einigen Jahrhunderten interessiert sich nicht leicht ein Grabstein mehr, wenn er sich auch so lange gehalten hat. Die Zeit begräbt die Inschriften oft noch früher, wenn auch nicht den Grabstein. Und was sind 200 Jahre? Die schönsten Grabmäler sind nur halb schön. Und die meinige Grabinschrift wäre, wenn ich irgendeine Grabschrift für die Mühe wert hielte, hier ruhen meine Gebeine. Ich wollt, es wären deine. Das ist der Dichter, Schriftsteller
Karl Julius Wagner, den kaum jemand kennt, aber der mein Lieblingsschriftsteller nicht dieses Textes wegen ist, der tatsächlich in seinem Alter alles geschrieben hat, worüber man lachen kann, über das Lächerliche. Ja. Und der schließt auch mit dem Tod. Auch für ihn ist der Tod nur was Lachhaftes. Denn es wird etwas plötzlich abgeschlossen, was noch gar keinen Sinn hat. Und so ganz Unrecht hat er gar nicht, muss ich immer sagen, wenn ich ihm mal das abnehme. Aber das kommt auch nicht oft vor. Ich habe ja hier noch den Vater Gleim. Den müssen wir unbedingt auch zu Wort kommen lassen, als den lieben großen Halberstädter. Zwar mag ich Diamant und Onyx wohl nicht sein, wär aber ich ein schlechter Stein, so ständ ich nicht auf diesem Grabe. Denn der hier liegt unter mir, der seinen größten Sieg, den über sich verschwieg, das ist, was ich zu sagen habe. Oder hier unter dieser Pracht von ausgehauener Marmorklippe liegt unverwest noch das scheußliche Gerippe des Aberglaubens, der die schwarze Geisternacht mit seinem großen Maul und seiner dicken Lippe hat in die Welt gebracht. Ja. Oder hier, die Fanny, welche K. liebte, schläft hier so sanft, so sanft. Lass Wanderer sie, lass sie ruhen. Sie, die den guten Mann bis in den Tod betrübte, will's nimmer wieder tun. Das war mal hier. Ja, dann wären wir jetzt so langsam über unseren poetischen Friedhof gegangen. Karl Julius Weber, der ja, wie Sie gehört haben, gar kein Grab wollte, sondern nur höchstens so etwas Lapidares, hat trotzdem ein Grab gekriegt. Hier ist es abgebildet. Das hier ist es. Es steht auch heute noch in Kupferzell in Süddeutschland. Und da muss man aber sagen, das hat er sich ja nicht selbst gesetzt, sondern es hat seine Schwester ihm gesetzt. Denn er hat die längste Zeit seines Lebens unter der Obhut seiner Schwester gearbeitet. Er hatte ein bisschen Geld, nicht viel, aber er war Rat in irgendeiner württembergischen Regierung, kann aber auch eine andere sein, ich kenne mich da unten nicht so richtig aus. Und die hat ihm einen Spruch draufgesetzt, den er sich schon vorher mal ausgedacht hatte, nach einem lateinischen Original. Und da steht drauf, und das finde ich sehr schön, ich scherzte gern, doch gottlos lebt ich nicht. Ich weiß im Sterben nichts, doch fürchte ich kein Gericht. Der Menschheit los ist Irren, unwissend sein. Du Wesen aller Wesen, erbarm dich mein. Und dann finde ich hier in dem Heft sehr schön im Jahre 1982. Wurde der 150. Todestag an seinem Grab begangen. Goethe starb da auch in dem Jahr, aber da hat man mehr gemacht. Aber das hier ist viel schöner. Als am 19. Juli 1982 der 150. Todestag zu respektieren war, wurde an Webers Grab in Kupferzell eine Feierstunde arrangiert, bei der die Bürgermeister von Langenburg, dem Geburtsort, und von Kupferzell, dem Sterbeort, sprachen. Zum Schluss zündete sich jeder eine Zigarre an und sandte Qualmwolken gen Himmel. Das finde ich toll. Ja, auf Anhieb. Da muss man sagen, das ist mal ein Einfall. Und da ist also viel draus zu lernen. Denn während der Zeit, Sie da geraucht haben vor dessen Grab, werden Sie sich wohl doch Gedanken gemacht haben müssen, wie es mit Ihnen aussieht. Und da mussten Sie feststellen, es ist wohl so ähnlich wie bei Weber, was da drauf steht, mag wohl
für uns auch zutreffen. Und selbst wenn es nicht so gewesen ist, ist es uns egal, wer wir es gut finden. Genau. Und du auf Anhieb, denn du hattest es vorher noch nie gehört. Nein. Ich habe es des Öfteren schon gelesen. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns so lange zugehört haben. Wenn es heute auch auf einen merkwürdigen Friedhof eine Wanderung war, denken wir doch, es war für einen oder anderen ein Späßchen zum oder Schmunzeln, ein nachdenkliches ja. Nachsinnen über das Leben und was dann alles noch kommt. Und wir dürfen uns beide herzlich bei Ihnen bedanken. Bis zum nächsten Mal.